Und jeder meint, der andere hätte ihm die Eier in den Beutel reingelegt. Hey Leute, ich bin Jimmy, der Praktikant bei Zoo Zayak hier in Duisburg. Und wir haben die einmalige Chance, alle Tiere in Norberts Welt kennenzulernen und auf alle animalischen und absurden Fragen eine Antwort zu bekommen. Foto under the sea. Under the sea. Nobody beat us, fry us and eat us in Fricassee. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Norberts Welt. Das Einzige, was ich mit Seepferdchen in Verbindung bringe, ist mein eigenes Schwimmabzeichen, was ich mal gemacht habe. Und das ein oder andere Mädchen zwischen euch wird wahrscheinlich jetzt in alten Erinnerungen schwelgen. Denn Ariel ist ja auch das ein oder andere Mal mit einem Seepferdchen davon geschwommen, wie auch immer. Norbert wird mir das wahrscheinlich beantworten können. Ich kann hier aber auch kein Seepferdchen finden. Deswegen gehen wir jetzt mal rüber zu Norbert und der wird mir wahrscheinlich auch eins zeigen können. Also los! Norbert, was ist denn los? Hör mal, mein Moped ist schon 3 cm kleiner. Ich sitze hier schon stundenlang und warte auf dich. Das darf nicht wahr sein. Wir haben es doch um 17 Uhr verabredet. Es ist pünktlich 17 Uhr. Um 15 Uhr, nicht um 17 Uhr. 15 Uhr. Mein junger, schmaler Freund. Das ist fast 2 Stunden, ja? Dein Moped ist so ein Stück kleiner, die Feder ist komplett durch. Was hast du denn heute für Fragen? Seepferdchen. Ich habe gerade da drüben im Becken gesucht, wo Seepferdchen draufsteht, aber da war leider keins mehr drin. Ja, lass uns die Pferde satteln. Wir reiten nach Laramie. Würdest du es davon reiten oder davon schwimmen nennen? Also, wenn ich das satteln würde, würde ich davon reiten. Mit einem Seepferdchen sollte man damit schwimmen, weil so an Land mit Reiten kommen die nicht richtig klar. Also nochmal, dann lass uns mal über Seepferdchen reden. Boah, das war eine Wartezeit. Die Filme sind nur 13 Minuten und das warten Stunden. Stunden später. Es wird nur gemeckert. Ist ja nicht zum Aushalten. Schande über mein Haupt. Ja, mindestens Schande. Das gehört wieder zur Grundrangliste des größten Tierladens der Welt. Man findet sich einfach nicht. Auf alle Fälle die Praktikanten. Die findet man überhaupt nicht. Deshalb ist halt auch so schlecht, bei uns eine Praktikantenstelle zu kriegen. Wir können uns nie von den Alten trennen, weil wir können sie nie entlassen. Wir finden sie einfach nicht. Wir wollen über Seepferdchen reden. Da sieht man direkt eins. Cool. Und noch eins. Und noch eins. Ja, das ist ja quasi ein ganzes Gestüt. Ja, ich denke mal, so ungefähr 10 Stück haben wir da drin. Norbert, Seepferdchen, haben die was mit Pferdchen zu tun? Ja, natürlich. Das sind also echte Pferdchen. Zumindest so im Groben von der Kopfform. Da sehen die dem Pferdchen ein wenig ähnlich. Und deshalb haben die den Namen Pferdchen. Seepferdchen, weil sie natürlich unter Wasser sind. Aber da sind wir direkt schon bei erster Aufklärung einer Frage, die du gar nicht gestellt hast. Die kommen gar nicht aus dem See, sondern die kommen aus dem Meer. Denn im See haben wir bekanntlicherweise Süßwasser. Und das sind natürlich Meerwassertiere. Eigentlich müssten die Meerpferdchen heißen. Warum sollte man sich ein Seepferdchen kaufen? Ja, sollte überhaupt nicht. Es gibt genug Fans, die wollen. Weil es gibt mittlerweile nur so wenige im Handel. Da muss man schon wirklich Spaß und Begeisterung haben, um solche Tiere zu pflegen. Denn die werden nicht mehr der Natur entnommen, weil sie dort viel zu selten geworden ist. Die Tiere, die wir haben, kommen alle aus Nachzuchten. Und da möchten wir natürlich, dass die Tiere super gepflegt werden, wenn die eine haben will. Heißt nicht, dass andere Tiere nicht gepflegt werden sollen. Aber bei diesen, da legen wir schon großen Wert an interessierte Halter, die nach Möglichkeit auch züchten, damit wir immer genügend Seepferdchen haben. Norbert, du hast mir gerade gesagt, dass die Seepferdchen in der Natur fast ausgestorben sind. Ja, da setz dich mal hin. Die Story ist ein bisschen länger. Das dauert etwas. Es wird angenommen, dass man die zu Potenzmitteln verarbeitet, weil die so unheimlich viele Junge kriegen. Und da wird einfach das kleine Seepferdchen gefangen, in der Sonne getrocknet. Das wird da ganz steinhart. Richtig, wenn man zerreibt, pulverig. Seepferdchen wird gemörsert und eine Messerspitze, die soll schon reichen. Und da soll so mancher Mann eine Frau mit glücklich machen können. Ob das funktioniert, zweifle ich mal stark an. Aber das ist ja mal wieder eine sehr traurige Geschichte. Und danach führt es halt zu so einem Thema wie Axolotl, die halt komplett von der Bildfläche verschwunden sind. Ja genau, ist fast soweit bei Seepferdchen. Es ist natürlich schwierig, alle Weltmeere zu schützen, an jedem Strand, an jedem Korallenriff aufzupassen, dass nicht einer ein paar so kleine Seepferdchen einsammelt. Also ich fürchte mal, der Stress für die kleinen Pferde geht weiter. Aber nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Also Seepferdchen gibt es nicht nur im asiatischen Raum, oder? Nein, es gibt auch welche bei uns in Deutschland, in der Nordsee. Selbst da kann man die an einigen Stellen heute noch finden. Und so findet man die eigentlich in allen Weltmeeren. Also so bis ziemlich kalt. So bei uns ist so die kälteste Gegend noch weiter hoch. Sag ich mal Richtung Nordpol oder Südpol, da unten gibt es die nicht. Aber überall, wo noch so 10 Grad zu erreichen sind,
findet man Seepferdchen. Okay, also welche Temperatur ist denn am geeignetesten für Seepferdchen in diesem Aquarium? Das hat natürlich immer damit der Art zu tun. Es gibt rund 80 verschiedene Arten Seepferdchen, die natürlich in verschiedenen Gewässern vorkommen und in verschiedenen Meeren. Und da wir im Allgemeinen in der Aquaristik tropische Tiere, tropische Fische halten, kommen die fast immer aus Äquatorgegend und die haben so Temperaturen, die so irgendwo zwischen 24 und 30 Grad liegen. Das ist die perfekte Aquarientemperatur für eine Wohnung. Bisschen heizen kann man immer recht leicht, kühlen ist viel aufwendiger, also sind Warmwasserfische bei uns viel besser aufgehoben. Also Seepferdchen gibt es natürlich nur da, wo auch Möglichkeit ist zu leben. An Land, da kennen wir das alle. Der, der im Wald lebt, kann natürlich nicht in der Wüste leben. So ähnlich ist das für Seepferdchen unter Wasser. Da, wo nur Sand unter Wasser ist, kann sich das Seepferdchen nicht festhalten und kann das nicht existieren. Also er bevorzugt schon eben schön veralgte Gebiete, so wie hier mit Blattalgen oder natürlich Korallenriffe, wo es sich prima verstecken und festhalten kann. Das ist eigentlich der eigentliche Lebensbereich. Die Temperatur ist untergeordnet, man muss sich wenigstens festhalten können, wenn man essen will. Norbert, kurze Zwischenfrage. Das Shirt ist jetzt nicht korrekt, richtig? Ja, ich habe mir extra ein Kraken-T-Shirt zurechtgelegt, weil wir Tintenfische filmen wollten. Aber dann habe ich gehört, wir haben nur Sepias und die lagen im Sand und haben sie nicht bewegt und gar nichts wollte er nicht sehen. Da haben wir uns dann jetzt für Seepferdchen entschieden. Aber eben, ich habe leider kein passendes T-Shirt. Verzeiht mir einmal, nächste Mal bessere ich mich. Falls ihr was über Sepias erfahren wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Norbert, du musst mir aber erst mal verraten, was diese Seepferdchen denn essen. Ja, so am liebsten fressen die irgendwas Lebendiges. Also da sind eigentlich Mösis drin. Ihr füttert die mal, nimm die mal. Das sind so kleine Schwebegarnelen. Sind meist freischwebend im Wasser. Das hat der Vorteil, dass also viele Lebendtiere sofort auf dem Grund. Okay. Die zucken so ein bisschen im Wasser. Das gibt den Futterreiz, den Fressreiz. Ja. Und wenn die da so ein bisschen ein, zweimal gezuckt hat, ist das Seepferdchen da und freut sich auf das Frühstück. Durch die Ventilatoren oder lieber dahinter? Lieber dahinter. Achtung! Noch haben wir keine. Ja, kommen sie. Ja, jetzt müssen wir Seepferdchen beobachten. Ich sehe schon hier das erste. Hier, der wird aktiv, der hat schon Hunger. Oh, das geht schnell, du, das geht schnell. Oh, jetzt geht's gleich blitzschnell. Ja, hat er sich geschickt getan, der möchte nicht, dass du siehst, wenn er ist. Wird er zuschnappen oder wird er es lassen? Passiert nicht so viel, aber was wir sehen können, ist, dass Seepferdchen nicht besonders schnell schwimmen und auch nicht besonders große Flossen haben. Ich erkenne da nämlich direkt hinterm Kopf zwei kleine Flossen. Ist das das Einzige, womit die sich fortbewegen? Ja, das sind die Brustflossen und auf dem Rücken haben die auch noch eine Flosse, die wie so ein kleiner Propeller noch mitmacht. Aber so richtig von Geschwindigkeit kann man nicht sprechen. Also hier km/h ist also komplett das falsche Wort, sondern Kilometer pro Monat kann man Seepferdchen messen. Top konditioniertes Seepferdchen schafft tatsächlich im Monat 1 Kilometer zu schwimmen. Also ein richtiges Rennseepferd. Ja, genau. Ein richtiges Rennpferd. Wahnsinn. Also nochmal an alle Mädels vor den Rechnern, die jetzt gerade dachten, sie hätten gerne auch ein Ariel-Seepferdchen. Schnell sind die nicht. Ich sehe aber gerade, dass das Seepferdchen sich sehr intelligent da mit seinem Schwanz hinten an der Pflanze festhält. Das ist natürlich die Besonderheit bei Seepferdchen, dass die eben so gebaut sind, dass die eben den Hinterkörper quasi als Halteorgan entwickelt haben und sich da überall festwickeln können, um genau die Ortschaft zu erkunden, ohne immer zu verwackeln, freischwebend im Wasser, um auch Kleinstlebewesen zu sehen, um die dann zu erbeuten. Aha. Norbert, musst du gerade Autogramme schreiben, oder was? Ja, deshalb dauern die Filme immer so lange, werden aber so kurz, weil ich mehr als 13 Minuten am Tag nicht schaffe, Filme zu drehen. Ich muss immer Autogramme schreiben. Sehr gut. Gerne. Norbert, es gibt noch einen sehr interessanten Fakt, den ich im Internet gefunden habe. Und der ist, dass jedes dritte Seepferdchen homosexuell sein soll. Ja, das kann schon sein. Aber da ist ja gar nichts Ungewöhnliches in der Tierwelt. Wenn dann natürlich alle Seepferdchenmännchen im Liebestrauma sind während der Paarung. Wir haben ja gerade schon gesehen, dass sich die Seepferdchen mit ihren Schwänzen umklammern können oder festhalten können. Bei der Paarung umklammert sich das Männchen und das Weibchen. Und das Weibchen legt dem Männchen die Eier in die Tasche. Jetzt natürlich im Liebestrauma, Liebe macht blind, umarmen sich also so auch zwei Männchen
Und jeder meint, der andere hätte ihm die Eier in den Beutel reingelegt, was aber nicht passiert ist. Damit ist natürlich die Homosexualität bewiesen. Allerdings züchten können die so natürlich nicht, sondern die fallen für diese Brutzeit aus, weil jeder wartet ja auf die Dinge, die da kommen. Da wurde natürlich geklappt, hat die Paarung, da legt das Weibchen dann die ganzen Eier, mehrere hundert oft, in den Beutel vom Männchen. Und so nach 10, 14 Tagen, je nach Wassertemperatur, sind die Eier geschlüpft. Die Jungen haben den Dottersand aufgebraucht und können dann als Fisch schwimmen. Und dann stößt das Männchen den Beutel einfach aus und dann kommt eine Wolke von hunderten Seepferdchen auf einen Schlag raus. Und da ist das also genauso. Das sind wieder Nestflüchter. Das heißt, sie schwimmen einfach weg. Die Elternteile interessieren sich gar nicht dafür. Sie können sofort schwimmen, sie können sofort Futter finden und fressen und haben nichts mehr mit der Familie zu tun. Falls ich mir ein Seepferdchen zulegen möchte, wie groß muss ein Aquarium sein, bevor ich es mir kaufe? Also es gibt natürlich Zwerchseepferdchen, die nur so 2 Zentimeter groß werden. Da würde ein 30, 40 Liter Aquarium sicherlich reichen. Diese sind aber im Allgemeinen nicht im Handel. Die normalen Seepferdchen, so in der Größe, würde ich sagen 200, 300 Liter Becken. Aber etwas anders, nicht die lange Aquarienform, sondern eher ein Würfel, am besten viel Höhe, weil die gerne rauf und runter schwimmen. Haben wir ja vorhin schon gehört, 1 Kilometer schwimmen brauchen den ganzen Monat. Ein Meter langes Aquarium, das ist eine Strecke, das wird heute nichts mehr. Da brauchen sie auf alle Fälle länger für. Aber mal nach oben oder nach unten schwimmen, das geht viel schneller. Norbert, hat ein Seepferdchen auch ein Skelett? Tja, da bin ich mir selber nicht ganz so einig. Eigentlich ist er ja ein Fisch, zählt aber zu den Knorpelfischen. Aber ein Fisch hat Gräten. Also ich denke mal, ihr könntet das mal lösen. Schreibt mal in die Kommentare rein, hat ein Seepferdchen Knochen, Knorpel oder Gräten? Da bin ich mal gespannt auf eure Antwort. Ich sag Knorpelfische. Ich sag Gräten. Und ihr? Bingo. Warum ist jetzt gerade das Aquarium ausgegangen hier links? Schlafen die jetzt? Ja, genau. Irgendwann ist mal Feierabend, genauso wie mit unserem Film. Irgendwann mal Feierabend. Sehr gute Überleitung. Der Praktikant war mal wieder viel zu spät, der sollte heute Morgen kommen. Aber jetzt geht das Licht schon aus und ich denke mal, die Sendung ist auch zu Ende. Vielen Dank. Kann ich dir heute gar keine Arbeit geben mehr, wo die Sendung zu Ende ist, aber morgen früh, dann meldest dich mal. Bis dahin lasse ich mir was einfallen. Jetzt ist ja erstmal Feierabend. Genau, wir gehen jetzt erstmal nach Hause und morgen machen wir dann den Rest. Bis morgen früh habe ich mir was einfallen lassen. Das wird er bereuen, dass er nicht heute arbeiten durfte. Also Norbert, mach's gut. Ich bin weg. Vielen Dank. Alles klar. Schönen Feierabend. Ja, bis auch morgen. So. Ja, wir sehen uns. Tschüss. 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 Ciao. Ja Leute, das war schon wieder die heutige Folge zum Thema Seepferdchen. Falls ihr noch weitere Fragen habt, stellt sie wie immer unten in den Kommentaren. Ansonsten Instagram abonnieren, Zoo-Zajak suchen, klicken. Der Wahnsinn. Die letzten beiden Videos hier waren mindestens genauso interessant wie das heute. Und abonnieren natürlich nicht vergessen. Wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder. Macht es gut. Bis dann. Danke fürs Einschalten. Ciao.